übersichtlich machen. Dann zum letzten Mal in der Saison. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Endstand 3:1 für die Gäste aus Mönchengladbach. Ich begrüße den Trainer Sven Demann und unseren Trainer Uwe Koschnert und ja, ihr Statement mit dem Spiel, Trainer. Ja, ich bin natürlich sehr stolz auf meine Jungs, in Anführungszeichen, weil die meisten sind Jungs von denen, dass wir so eine überragende Rückserie gespielt haben. Wir wollten versuchen, auch heute erfolgreich zu sein. Das ist uns gelungen. Es ist immer schwierig, wenn man weiß, es geht um nicht mehr sehr viel. Aber wie gesagt, wie die Jungs gerade auch in den letzten beiden Spielen jetzt hinbekommen haben und die gewonnen haben, zeigt, dass das eine tolle Truppe ist. Wobei der Sieg natürlich heute etwas glücklich war, das muss man ganz einfach sagen, weil die Fortuna hat eine starke erste halbe Stunde gespielt. Rollte so ein bisschen Angriff auf Angriff, den wir nicht so wirklich standhalten konnten. Zumindest außer unsere beiden Innenverteidiger, die beide ein sensationelles Spiel gemacht haben. Ich glaube, Alan Bastok hat in den ersten 20, 25 Minuten dreimal, viermal hinten als letzter Mann in der Grätsche noch einen Ball geholt. Darüber hinaus haben beide dann noch ein Tor gemacht nach Standards. Tor wieder aus dem Nichts raus, wo die ersten Freistoß haben. Auch die erste Ecke war dann drin. Ja, wir waren heute sehr effektiv, was die Dinge angeht, was das Tore-Schießen angeht. Deshalb haben wir auch gewonnen. Zweite Halbzeit hat Fortuna dann bis zum Schluss immer probiert. Ich glaube, wir haben dann insgesamt als Mannschaft ein bisschen besser verteidigt. Und da bin ich davon, dass die hinteren vier, werden die auch noch auf der linken Seite, einfach gut, sehr gut verteidigt haben. Deshalb war es immer schwierig für Fortuna. Nichtsdestotrotz hatten sie Möglichkeiten. Wir haben dann hinten raus ein paar Konter noch liegen lassen, wo wir es nicht sonderlich geschickt angestellt haben. Aber ist nicht so entscheidend. Entscheidend war, wie die Mannschaft in der Runde aufgetreten ist. Dann haben wir 39 Punkte geholt. Wir sind die feste Mannschaft, wir haben den Torschützenkönig jetzt und zwar nicht. Das sind alles Dinge, die mehr als positiv sind. Deshalb bin ich stolz auf die Mannschaft. Und okay. Wünsche, eins habe ich vergessen, der Fortuna für Mittwoch dann meinen Kollegen alles Gute zu wünschen für das Spiel. Ich glaube, wenn sie heute in der Anfangsphase ein Tor geschossen hätten, hätten sie das Spiel mit Sicherheit gewonnen. Ich glaube nicht, dass wir wiederbekommen werden. Ja, manchmal ist das auch Fußball. Okay, danke schön. Uwe, dein Kommentar? Ja, ich glaube, war nett heute, aber nett ist eben der kleine Bruder von Scheiße. Das ist ganz klar. Und das habe ich der Mannschaft eben im Kreis gesagt. Wenn du so spielst, über die ganze Saison hinweg, dann holst du 50 Punkte. Und es sieht schön aus, aber es bringt am Ende nichts. Ich glaube, dass wir uns heute viel zu sehr über eigenen Ballbesitz definiert haben. Dass wir jegliche Entschlossenheit, unsere Angriffe auch tatsächlich abzuschließen, dass wir die haben vermissen lassen, dass es eine komplett andere Fortuna war. Ich glaube, wir haben schon viel, viel hässlichere Spiele abgeliefert, aber eben erfolgreiche. Und am Ende wirst du als Einsermannschaft eben an Punkten gemessen. Das haben wir heute nicht geschafft. Insofern passt mir das heute überhaupt nicht, weil ich schon sehr, sehr gerne mit einer gewissen Sicherheit in dieses Endspiel gegangen wäre. Und ich bin der Meinung, die haben wir uns heute nicht geholt. Weil mit Sicherheit hat Sven recht, wir in den ersten 20, 25 Minuten das aus meiner Sicht mit Abstand attraktivste Heimspiel gemacht haben bei eigenem Ballbesitz, was wir in dieser Saison spielen konnten. Da hat man richtig eine Handschrift gesehen, da hat man richtig gut vorbereitete Angriffe gesehen, aber wir waren dann eben der Meinung, Richtung Strafraum immer noch mal ein Schleifchen an jeder Aktion irgendwo dran machen zu müssen. Sven hat recht, es gab drei, vier Situationen, wo der Verteidiger in letzter Sekunde den Ball wegrätschen kann. Da muss ich als Stürmer, als Offensivmann eben auch mal in der Lage sein, dann eine Aktion zu ziehen, einen Elfmeter zu ziehen, einen Freistoß zu ziehen, einfach mehr Galligkeit zu haben. Insofern sah es nochmal ganz nett aus, aber es war nicht ausreichend effektiv. Und auch das ist eine Lehre, die ich mittlerweile gezogen habe. Umso mehr Ballbesitz du hast, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, ein Fußballspiel zu gewinnen. Weil dann scheinbar auch diese absolute Nachhaltigkeit fehlt, in der eigenen Box vernünftig zu verteidigen, und das hat man ja heute gesehen. Die Standardsituation haben wir dilettantisch verteidigt und sind dann in Rückstand geraten. Und wenn du so einem Rückstand hinterherlaufen musst, dann muss sehr, sehr viel zusammenkommen, um so ein Spiel noch gewinnen oder zumindest unentschieden spielen zu können. Deswegen war das heute nicht das, was ich mir erhofft habe, weil ich wollte schon mir eine Sicherheit für dieses Endspiel holen, der Truppe eine Sicherheit geben, und ich kann jetzt so kurz nach dem Spiel noch nicht so richtig erkennen, wo die gelegen haben soll, außer an der Tatsache, dass wir vernünftigen Fußball gespielt haben. Aber nochmal, Mittwoch kommt es nur auf eine Geschichte an, absolut ausschließlich auf eine Geschichte, nämlich dieses Spiel zu gewinnen, egal wie. Denn nur dann kannst du Geschichte schreiben und dich ein Stück weit verewigen. Und
da müssen wir komplett anders auftreten und müssen dann nochmal auf die Reset-Taste drücken und das Spiel komplett umstrukturieren. Ansonsten wird das sehr, sehr schwer. Okay, danke schön. Fragen an die beiden Trainer? Zu Kialka. Naja, es ist so, dass er geschlagen, umgeknickt ist und dass es eine Vorsichtsmaßnahme war, ihn da rauszunehmen. Ich denke, wenn das ein Wettbewerbsspiel gewesen wäre, bei dem das Ergebnis ganz, ganz entscheidend gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich sich noch durchspeisen können. Aber im Hinblick auf den Mittwoch haben wir dann entschieden, ihn relativ früh da rauszunehmen. Also nicht gefährdet für mich? Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß man immer eigentlich erst, wenn Ruhe in den Fuß kommt und wenn er dann explodiert und eine extreme Schwellung reinkommt, dann wird es wahrscheinlich problematisch, das Ganze bis Mittwoch noch hinzubekommen. Ich hoffe eben, dass wir A, schnell genug reagiert haben und das Ganze wenig so schlimm ist. Okay, weitere Fragen? Gibt es nicht? Dann darf ich mich bedanken für die Zusammenarbeit mit Ihnen diese Saison und darf Sie nochmal auf Mittwoch hinweisen, zum Pokalfinale 19:30 im Sportpark Nord in Bonn. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ding nach Hause holen. Dankeschön.